So, neuer Secret Room steht an. Wir haben sogar noch. Wir haben sogar noch doppeltes Drop-Event aktuell. Wir haben doppeltes Drop-Event. Okay. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein erstes Mal, dass es wirklich so krass ist. Ich habe auch gerade diesen krassen Dragon hier gedroppt, der halt wirklich. Ich meine, drückt auch nochmal Drop-Rate. Es ist halt wirklich. Das ist halt wirklich komplett krank irgendwie. Und ja, ich muss sagen, ich habe sogar aktuell echt Kopfweh und ich will eigentlich jetzt gar kein Fly spielen, aber ich meine, hey, es ist halt Secret Room, man muss halt, es ist halt, es ist, ach, Event-Token droppen da auch, oh mein Gott, und Leute, das ganze Geld. Ah, warum spawnen die da drin? Come on, Game Design. Mann, come on, wer designt denn sowas? Warum testet das denn kein Schwein? Alter, das regt mich halt echt auf. Warum testen die denn hier nichts? So, jetzt bin ich wieder drin. Alter, jetzt bin ich gerade rausgegangen. Und genau in dem Moment, wo ich rausgegangen bin, haben die gerade geschafft, diesen Mob irgendwie zu killen. Ja, aber es ist halt trotzdem, also es ist halt durch und durch einfach ein Witz. Also jetzt mal ohne. Also, nee. Nee, einfach nee. So, kann ich Aggro verlieren? Verliere ich nicht. Okay, dann eben nicht. Oh Mann, ich habe eh schon Kopf. Ich habe keinen Bock, mich aufzuregen. Ja, einfach in Ruhe ein bisschen was zocken, sagten sie. Mhm. Ganz entspannt. Funny Game. Meine Fresse, ey. Aua. Ist da irgendwo hängen noch Mobs, glaube ich, oder? Hier hängt noch einer. Noch mehrere, lol. Oh ne, jetzt ist noch einer übrig oder was? Da ist einer. Alter, mein Schädel tut weh. Fuck my life, ey. Wo sind eigentlich die. Ach, jetzt bin ich aus der Party rausgeflogen. Oh nee. Ich will eigentlich gerade am liebsten irgendwie, weiß ich nicht, entweder ins Bett oder nee, essen. Ja, essen, glaube ich, ja ganz gut. Vielleicht geht auch eine frische Luft raus oder so, keine Ahnung. Aber. Alter, das war halt schon so viel Stress hier. Mit Secret Room und GW und mit irgendwelchen anderen Leuten, die dann nicht alle zwei Minuten irgendwie anschreiben und so und. Ja. Ja, nee, das Ding ist. Das Ding ist, ich habe schon gemerkt, ich bin einfach zu nett hier teilweise. Ich muss einfach aufhören, dass ich irgendwelchen Leuten hier helfe oder so. Ich meine, es ist nicht der Einzelne das Problem. Das Problem ist halt, es sind mittlerweile so 50 Leute, die halt irgendwie mich so im Wechsel immer wieder anschreiben. Und irgendwann ist das halt schon ein bisschen viel dann irgendwie. Ich meine, ja, klar, das haben wir selbst ein bisschen aufgebürgt, das Ganze. Das ist schon verständlich. Also soweit, ja, eigene Schuld gewissermaßen. Aber ja, manche Sachen gehen halt irgendwie auch ein bisschen zu weit irgendwie. Also teilweise werde ich halt wirklich wegen allem gefragt, wirklich. Also, ich glaube, mich fragen Leute teilweise mehr als irgendwelche GMs oder so. Dass immer irgendwer vergisst, irgendeinen Mob zu killen. Lol. Alter, was ich jetzt einfach DPS hab. Wie dieser Balken halt einfach runterging. Neu. Hat er alles angesammelt?
Er hatte wahrscheinlich mal alles eingesammelt. Geil. Was wollte ich gerade sagen? Ja, wie halt gerade einfach der Balken runterging. Als ich angefangen habe, mit drauf zu hauen, das war echt krass. Ich meine, vielleicht bin ich gerade einfach nur schlecht gelaunt, weil ich einfach Kopfweh habe wie ein Arsch, aber. Ja. Ich meine, grundsätzlich ist das Spiel ja toll und alles. Nur manchmal ist es halt einfach. Ich meine, das Ding ist auch, ich spiele das Spiel viel zu lange effektiv. Ich spiele das Spiel seit so langer Zeit hier. Aha, Pet ist drin. Und ja, da vergeht natürlich auch ein bisschen der Spaß immer wieder und so, das ist natürlich ganz klar. Ja, das ist halt immer so ein bisschen die Problematik dann. Hier war schon jemand, okay. Ja, also wichtig, dass man wirklich schaut, dass man halt immer alle mitnimmt. Weil dann wieder diese Räume zurückzulaufen und so, ist halt echt pur. Ich meine, ich könnte noch 130 machen. Dann könnte ich mal noch versuchen, vielleicht irgendwie einen Damage-Rekord aufzustellen oder so. Ich habe jetzt einmal 31 Mille oder so. Aber den kann ich halt eigentlich locker knacken. Ich brauche nur genug Holy Cross dafür. Ein Boss. Ja, oh, die Klasse ist halt schon krass. Wisst ihr, das Ding ist, man kann halt nicht mal alles einsammeln, weil man einfach zu schnell wieder rausgeportet wird sonst. Jetzt haben wir gerade alles eingesammelt, aber vorher sind wir rausgeportet worden, weil wir nicht mal alles eingesammelt. Ja, es hat einfach immer wieder antestet. Ich kann es halt einfach immer nur wiederholen. Testet und testet und testet einfach endlich. Vor allem, ich meine, es tut doch nicht weh, das Testen. Und ich meine, es gibt so viele GMs, also das Team hier ist so riesig. Oder war zumindest mal so riesig, ich weiß nicht, ob es noch immer so riesig ist. Aber das Team ist eigentlich so groß, dass das halt eigentlich wirklich machbar sein sollte. Also man sollte halt irgendwie das testen können. Das kann eigentlich kaum sein, dass man hier das nicht testen kann. Es muss gehen. Das geht dahinter, weil da hinten waren schon welche, waren schon zwei. Ja, ich meine, die Moonstone-Drop-Raten sind ziemlich geil eigentlich. Hier haben jetzt auch noch Drop-Bonis drauf und so weiter, das macht es auch einiges aus wahrscheinlich. Aber. Ja, da kriegen wir schon ein bisschen Zeug zusammen, das ist schon ganz geil. Ich meine, ich würde sagen, so, ja, komm, keine Ahnung, zahlen wir im Monat irgendwie so, weiß ich nicht, keine Ahnung, 15-20% oder so und. Ich teste die ganze Scheiße, ich kümmere mich vielleicht um den Resource oder so. Resource nicht, aber Resource halt zumindest. Ich schaue halt zumindest, wenn es irgendwie Bugs gibt und ich kann die fixen, dass ich das halt einfach fixen kann dann. Aber das Ding ist halt so, ich weiß halt, also ich glaube halt auch nicht, dass das halt irgendwie, dass die da wirklich jemanden dafür bezahlen wollen. Ich denke halt, die suchen halt vielleicht eher Leute, die es halt einfach so for free machen. Aber die kriegt man einfach auch dann, ich meine. So effektiv die Qualität der Arbeit, die man halt kriegt, ist halt auch davon abhängig, wie viel das man teilweise zahlt. Und ja, die Qualität, die halt aktuell hier so abgeliefert wird, ist halt einfach nicht gut. Am besten direkt rein. Okay, nee, wir haben ihn noch ein paar Mobs übrig. Tja, wo werden es letzten Bosse sein? Oder Mobs sein, besser gesagt.
Haben wir das selbst übersehen? Dann kann man erstmal keine Schuld geben. Ja, ich bin halt froh. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich raus dann. Und wobei, ich muss ja noch irgendwie. Ja, ich muss noch Events später machen. Was muss ich denn noch alles? Ja, vielleicht noch ein paar Dungeons farmen, aber dann glaube ich, bin ich halt echt mal raus. Ich bin halt einfach später tilted. Ich bin echt tilted. Ich mache schon mal direkt die Power-Ups aus. Ich hoffe, irgendwer läuft gerade niemand noch mit und schaut, dass halt irgendwie nichts stehen bleibt. Weil ich lasse halt absichtlich was stehen. Ich würde sagen jetzt nicht, dass irgendwie so am ersten Gang noch irgendwas stehen geblieben ist. Das würde mich gerade echt komplett abfucken. Ich bin schon tilted genug, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, so jetzt... Ich will einfach, dass es vorbei ist und dass ich jetzt irgendwas anderes machen kann. Ich will mir zu essen machen, ich will jetzt später noch an meinen Projekten weiterarbeiten, aber ich will jetzt gerade einfach mit Flife nichts mehr zu tun haben. Es ist wie es ist, einfach sorry, wenn ich gerade so tilted bin, aber... irgendwas ist auch mal genug irgendwie. Ja, genau. Oh. Ah nein, fuck, oh fuck, 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 fuck. Das war's mit mir. Nice. Lass es einfach vorbei sein. Lass es einfach nur mal vorbei sein. Rein? Nein, endlich. Ich will jetzt keine Power-Ups machen und so weiter, aber das macht nichts. Macht der Schaden? 13k, okay. Das klappt dann noch. Der nächste Oh Gott. Kein Video an. Ich meine, der Drache ist zumindest ganz nice. Ach, ich hätte jetzt meine Axt leveln können, oder? Verdammt. Nicht dran gedacht. Egal. So, wie hoch machen wir die Steuern? Ich weiß es nicht. 15% machen wir heute, glaube ich. Ein paar Leute haben sich aufgeregt über 20%. Ich muss sagen, ja, 20% sind ein bisschen viel. Machen wir 15%. So. Ja, perfekt. Okay, ideal. Schade, dass auch noch nicht dieses Ding hier gepatcht wurde, von vor 2-3 Wochen oder so, wo ich mit Dani mal geschrieben habe. Ich weiß, also ich habe dann gesehen, er hat im Development-Dingenson hier dann das ganze Committer zumindest, also er hat eben die Changes schon eingegeben. Wo sind denn meine ganzen Donate-Punkte? Hatte ich nicht irgendwie noch mehr letztens? Ach nee, sorry, das will ich auch Gott fappen lassen. Ich bin heute durch einfach, ich bin komplett durch. Ja, wie dem auch sei. Schade, dass dieses noch nicht auf dem Server drauf ist. Ich glaube, es kam auch schon längere Zeit. Kein Update mehr. Ich weiß nicht, was los ist. Development, was waren die letzten Patch Notes hier? 17.10. Ja, jetzt haben wir einen 12.11. Krass, das ist schon, in 5 Tagen ist das schon ein Monat, ja. Ja, wichtig gewesen auf alle Fälle. Es gibt noch einige andere wichtige Updates und Fixes und so da drin, die ich schon ganz gut finden würde. Aber gut, ich will mich jetzt mal nicht beschweren. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.